Hör zu, wenn wir was gegessen haben, drehe ich mit dir eine Runde am Strand. Und wenn wir wieder zurück sind, ich glaube, die haben einen Stripper für dich bestellt. Was? Das letzte war geflogen, Kurt. Ich möchte nach Frankreich. Wovon redet ihr? Vom Normandie-Ausflug. D-Day. Es tut mir leid, Bernie. Sie waren leider zu spät dran. Ich kann dich nicht einfach allein lassen. Es sei denn, du musst es tun. Wo ist er nur? Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Er ist in Frankreich. Bonjour. Mit 90? Er hat das doch schon mal gemacht. Nur, dass sie damals auf ihn geschossen haben. Um seine gefallenen Kameraden zu ehren, machte der D-Day-Veteran sich auf den Weg zur französischen Küste. Und damit begann der große Ausbruch. Was sind das für Leute? Das sind Deutsche. Oh, das war euer Strand. Ja. Ich war auch da. In deinem Alter, Adele, klammert man sich an jede Sekunde. Und jede Sekunde ist es wert, dass man sich an sie klammert. Es tut mir leid. Ich war in der Zeitung, ich war im Fernsehen. Ein 90-jähriger Scheintoter ehrt die glorreich Gefallenen. Was für eine Verschwendung. Eine Verschwendung. Geh und ehre deine Kameraden, Bernie. Du hast die letzten 70 Jahre damit verbracht, mich zu lieben. Mit dir würde ich überall hingehen. Wir haben nicht eine Sekunde unserer gemeinsamen Zeit verschwendet. Nicht eine Sekunde. Kommst du ins Bett? Deins oder meins? Oho!